Ah, Frau Dr. Grünberg. Was gibt's Neues aus der Neurologie? Herr Jacobs, Sie sitzen seit Wochen in jeder freien Minute am Bett Ihrer Frau. Vielleicht fahren Sie mal nach Hause, schlafen sich aus, kommen zur Ruhe und dann... Was denn dann? Herr Jacobs, wir haben Ihre Frau mehrfach neurologisch untersucht. Sie kommt nicht wieder. Was? Sie wollen meine Anna töten? Ihre Frau ist klinisch tot. Nein! Sie atmet. Ihre Hand ist warm, sie bewegt sich. Ich spüre das. Ich kann das ganz genau spüren. Das dürfen Sie nicht tun. Ihre Frau hat einen Organspendeausweis. Sie könnte anderen Menschen helfen. Sie wollen sie ausschlachten wie ein Stück Vieh. Was sind Sie denn für ein Mensch? Nein, niemand kommt meiner Hanna zu nahe. Niemand! Wagen Sie es nicht. Nur über meine Leiche! Moin. Schön, dass du wieder fährst. Ja. Das Etikett braucht schließlich einen Gewinn. Eine Karte? Das war ja klar. Genau mein Ding. Wenn du Rente hast, dann kannst du auch wieder arbeiten. Okay. Adam, hör mir zu, ich muss mit dir reden, uns fehlt Geld. Aua, spinnst du? Ey, verdammt, hör mir zu, ich muss mit dir reden. Adam, scheiße, du kannst mir nicht immer abhauen. Okay, eins, zwei, drei. Schön vorsichtig. Okay, alles klar soweit? Ich will immer noch nichts. Okay, dann bewegen Sie noch mal die Füße. Okay, und die Hände, die Finger so ein bisschen? Sie kriegen gleich was gegen die Schmerzen, um zu beruhigen, ja? Das wird schon. Ganz vorsichtig bitte, Jungs, ja? AWS-Trauma. Womöglich eine Wirbelfraktur. Ganz vorsichtig. Wie geht's ihm? Ich muss sofort ans EKH. Ohne Helm, ne? Hat er irgendwas gesagt, jetzt Papiere? Im EKH. Alles klar. Hier, steckt vorne zwischen den Speichen. Ein Fahrradkurier mit der Ruhrkarte. Woher weißt du denn, dass er ein Fahrradkurier ist? Ich kann Helm sehen. Ah, ja, ja. Kunststück, ne? Der Bremsdruck ist gerissen. Mit einer Bremse, ist ganz schön riskant. Naja. Du, sie hat dem Mann gesagt, seine Frau ist tot und er soll über Organe. Was sind die Neuzugänge der Nacht? Versicherungsnummern habe ich eingetragen. Hallo erstmal. Was war denn heute Nacht los? Nichts war los. Eine Todesnachricht zu überbringen ist nie einfach für beide Seiten. Lassen Sie doch in Zukunft einfach sowas Frau Dr. Jonas machen. Dafür ist sie auch Stationsärztin. Vielleicht sollten Sie in Zukunft mal Ihre Arbeit machen und sich nicht in die Arbeit der Ärzte einmischen.
So, Mädels, Verdacht auf Wirbelsäulenfraktur, Kreislauf soweit stabil. Schockraum. Frau Kohl, informieren Sie bitte Frau Dr. Jonas. CT soll sich bereit halten, OP-Bereitschaft herstellen. Ja. Ich glaube, da wurde dran rumgeschnitten. Sag mal her. Ja, die Hälfte der Drähtchen, die sind so aufgekräuselt wie dieses Geschenkband, das man so, damit sich's klingelt. Ja, die Kraft der Bremse gewirkt. Die sind richtig gerissen. Die andere Hälfte, ich würde mal sagen, sauber durchtrennt. Mit einer Zange oder einer Schere. Du meinst, die Bremse wurde also manipuliert, damit sie früher oder später reißt? Ja, das sieht ja ganz danach aus. Ja, schon möglich. Und dann steckt ihm noch jemand den Tod zwischen die Speichen. Ja, soll ich mal der KDU Bescheid, ne? Wer fährt zum Kurierdienst? Macht ihr das? Nee, wir fahren rüber ins EKH. Wir fragen, ob der Fahrer schon vernehmungsfähig ist. Da kann man doch anrufen. Ich glaube nicht, dass er schon ansprechbar ist. Sprechen wir mit der Ärztin. Wir sollten jetzt dranbleiben. Ach so, na klar. An der Assistenzärztin. Ja, immer schön dranbleiben. Am Fall natürlich. Ja. Ist der Neurochirurg schon informiert wegen des HWS-Traumes? Ja, die sind bereit und warten auf uns. Gut. Wir machen ein kurzes Abdomensono und dann geht's ins CT. Er hat ein HWS-Trauma mit hohem Querschnitt. Das Sono, bitte. Wenn das Rückenmark verletzt ist, dann zählt jede Sekunde. Wir können keine Querschnittslähmung riskieren. Und das stumpfe Bauchtrauma? Was ist denn, wenn der Patient während der aufwendigen HWS-Operation an einer Milz- oder Leberruptur verblutet? Es ist zum Glück alles in Ordnung. Okay. Wir bringen ihn jetzt ins CT. Und wenn Sie das geschafft haben, dann würde ich Sie gerne noch mal sprechen. Moin, Frau. Hey, na ihr beiden Hübschen, was kann ich für euch tun? Wir kommen wegen dem verunglückten Fahrradfahrer. Er ist ja schon vernehmungsfähig. Ach, das würde mich wundern. Der ist gerade im CT und danach steht ein OP an. Okay, wer kann uns Auskunft geben? Jasmin oder hier, wie heißt die neue, die, Frau Dr. Grünberg. Genau, mit der werde ich mich mal unterhalten. Du klärst alles Weitere mit Frauke? Mhm. Viel Spaß. Maximal nicht. Wie konnten Sie Herrn Jakobs auch noch auf den Organspendeausweis seiner Frau ansprechen? Ich wollte ihm nicht. Wir sind doch hier, um Leben zu retten. Und wenn ein Spendeausweis vorliegt, muss man eigentlich nicht mal fragen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin hier die leitende Ärztin. Ich treffe sämtliche Entscheidungen. Ich überbringe Todesnachrichten und ich rede mit den Angehörigen, wenn es soweit ist. Haben Sie das verstanden? Ja. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Ich gehe jetzt zu Herrn Jakobs und Sie kümmern sich um den Rest. Hi. Hi. Ich, wegen dem Radfahrer, das, ich habe nur ein paar Fragen. Darf ich? Ja, klar. Tja, es ist so, im Moment gehen wir davon aus, dass der Unfall kein Unfall war. Was? Zufall. Dass der Unfall kein Zufall war. Und in diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ab wann da das Opfer vernehmungsfähig ist. Wir haben ihn stabilisiert. Die Neurochirurgen beschäftigen sich gerade auf der Intensivstation mit ihm. Hat er vielleicht noch irgendwas gesagt? Einen Verdacht geäußert? Ich kann gern mal im Übergabeprotokoll nachsehen. Vielleicht ist da was vermerkt. Sieht nicht so aus. Würden Sie mich anrufen, wenn er vernehmungsfähig ist? Ich schreibe Ihnen hier meine Handynummer auf. Für den Fall, dass ich nicht auf der Dienststelle bin. Danke. Okay, ich muss dann wieder. Tschüss. Hallo? Moin. Wer hat denn hier das Sagen? Da oben. Danke. Okay. 14.7, ich habe eine Abholung in Altona. Stehst du gut? Okay, du hast 10 Minuten. Moin. Jung, PK 21, mein Kollege Mohr. Haben Sie kurz Zeit für uns? Eigentlich nicht. Sie sehen noch, was hier los ist. Es geht um einen Ihrer Mitarbeiter, um Herrn Berg. Berg und Espinosa GbR. Das heißt, er ist Ihr Partner?
Nur geschäftlich. Er hatte heute in den Morgenstunden einen schweren Unfall mit dem Rad. Wie geht es ihm? Er wird im EKH behandelt. Soweit ganz gut. Sein Bremszug ist gerissen, mehr wissen wir im Moment auch noch nicht. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Keine Ahnung, er kreuzt hier in letzter Zeit eher selten auf. Wissen Sie, wohin er in der Nacht unterwegs war? War er an Ihrem Auftrag unterwegs? Keine Ahnung, hören Sie, ich habe zu tun. Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, dann wäre ich froh, wenn Sie... Die war zwischen seinen Speichen eingeklemmt. Bedroht ihn jemand? Deshalb? Nein, da liegen Sie leider völlig falsch. Frau Espinosa, wir gehen davon aus, dass der Bremszug von Herrn Berg manipuliert wurde. Anna, meine liebe Anna, 49 Jahre waren wir. Wir hatten noch so viel. Wir wollten doch noch. Ein Blümchen. Doch. Alleycats sind illegale Straßenrennen, die unter Fahrradkurieren ausgetragen werden. Es gibt kein festgelegtes Streckennetz, aber es müssen Checkpoints angefahren werden, an denen Aufgaben gelöst werden müssen. Das erste Rennen fand vor 20 Jahren zu Halloween in New York statt. Ach, es gibt keine Startnummern. Stattdessen werden Tarotkarten zwischen die Speichen geklemmt. Also doch keine Drohung. Würde auch die Reaktion von Frau Espinosa erklären. Hast du die ganzen Tarotkarten gesehen, die dabei hier hingen? Muss wahrscheinlich auch einige illegale Rennen mitgefahren sein, so wie Adam Berg. Das PK14 ermittelt ja schon länger wegen dieser Rennen. Die kommen nur nicht weiter, weil der Startpunkt, der wird immer kurz vor Beginn erst bekannt gegeben. Ja, und die Kurier halten dich, die lassen sich den Spaß nicht verderben. Haben die mal versucht, jemanden in die Szene einzuschleusen? Ich habe noch gar nicht das Personal dafür. Schweren Fahrradunfall. Sie sind im Elbkrankenhaus. Danke. Was ist mit mir passiert? Sie haben sich einen Halswirbelkörper gebrochen. Dabei wurde das Rückenmark leicht eingequetscht. Aber jetzt ist alles wieder stabil und entlastet worden. Bin ich gelähmt. Die Lähmungserscheinungen können wieder verschwinden. Und wir sind guter Hoffnung, dass das wieder wird. Aber wir brauchen Zeit und Sie brauchen vor allem viel Ruhe. Erinnern Sie sich daran, was passiert ist? Ich konnte nicht mehr bremsen. Deswegen würde die Polizei sich später gerne noch mal mit Ihnen unterhalten. Aber jetzt ruhen Sie sich erst mal ein bisschen aus, ja? Oh, Frau Doktor, ich, es tut mir so leid, ich,
Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Und ich würde mich ganz gern... Herr Jakob, Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Ich war sehr unsensibel und Sie waren in einem emotionalen Ausnahmezustand. Herr Jakob? Es geht schon nicht. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Sollen wir Blutdruck messen? Nein, nein. Alles in Ordnung, ja, Herr Jakob? Ja. Adam? Shit. Können wir kurz reinkommen? Ja, klar. Ja, aber das war klar, so wie er drauf ist. Irgendwann musste mal was passieren. Was meinen Sie damit? Adam hat ein Rad ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann das nicht anders erklären. Der sucht immer das Risiko, immer das Extrem. Haben Sie die Kreuzung davon gesehen? Der brettert darüber, ohne nach links und rechts zu schauen. Jedes Mal. Tja, hat sein Schutzengel wohl mal nicht auf ihn aufgepasst. Schutzengel. Wo hat er denn sein Fahrrad für gewöhnlich stehen? Im Hof? Ah, nee. Das schleppt er jedes Mal hier hoch in die WG. Sein Rad ist ihm heilig, sein Ein und Alles. Wie stehen Sie denn zu Herrn Berg? Er ist mein WG-Mitbewohner. Hat ein riesen Ego, aber ist okay. Sonst hätte er das Zimmer wahrscheinlich nicht bekommen. Warum fragen Sie? Können wir uns in seinem Zimmer mal umsehen? Klar. Der ist Mitinhaber eines Kurierdienstes und wohnt in so einem kleinen WG-Zimmer. Na und? Die Polizistin und wohne auch in einer WG. Ja, eben, deshalb. Wow. Leider kann ich mir so viele Hobbys nicht leisten. Kiten, Surfen, Klettern, Bergsteigen. Alles ganz schön adrenalinlastig. An Geld scheint es ihm aber nicht zu fehlen. Nicht schlecht. Hallo? Was machen Sie in Adams Zimmer? Jung, PK 21, mein Kollege Moa, Sie sind? Kutscher. Mailu. Ich wohne hier. Worum geht's? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Adam Berg hatte einen Fahrradunfall. Okay, geht's ihm gut? Wo kann man ihn besuchen? Er liegt im Elbkrankenhaus. Soweit wir wissen, ist er außer Lebensgefahr. Sein Bremszug vom Rad wurde manipuliert. Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Wer würde sowas machen? Keine Ahnung. Das fragen wir uns auch. Vor 2 Tagen ist hier abends ein Typ aufgekreuzt. Ich habe ihn reingelassen und dann ist er zu Adam. Die beiden haben ziemlich gestritten. Können Sie den Typen beschreiben? Ich habe ihn nur kurz gesehen. Er war ziemlich alt, so 60 oder 70. Und ziemlich schlecht angezogen. Also man kann ja trotzdem auf sich achten, egal wie alt man ist. Können Sie uns sagen, woher Adam Berg 40.000 Euro im Bar hat? Ist der OP bereit? Ja, er ist bereit. Moment. Ich glaube, den hätte Jakobs gern. Hier ist Frau Grünberg aus dem EKH. Ja, genau die. Vielen Dank für die Information. Das ist sehr wichtig, dass wir mit ihm sprechen. Genau. Na dann, also bis gleich. Berg ist wach? Ja. Dann können wir ihn jetzt befragen? Hm? Wen? Adam Berg. Ja, sicher. Okay. Na, sag mal, wo fliegst du denn hin? EKH, Adam Berg ist aufgewacht. Ah, dann könnt ihr ihn gleich mal fragen, warum er 40.000 Euro in seinem Zimmer rumliegen hat. Wir haben das mal sichergestellt. Sein Mitbewohner hat nämlich gleich Ansprüche klargemacht. Angeblich hat Adam Berg Mietschulden und eher zu wenig als zu viel Geld. Und vor 2 Tagen hat er einen ziemlich heftigen Streit mit einem Mann um die 60, der wenig Wert auf seine Kleidung legt.
Dann ist an Mattes Verdacht doch was dran. Ja, auf jeden Fall. KDU hat den Verdacht bestätigt. Die Bremse ist definitiv manipuliert worden. Und zwar wahrscheinlich mit so einer Schneidzange, wie Elektriker sie benutzen, um das Kabel durchzutrennen. Und an der Felge und am Lenkerrohr wurden deutliche Fingerabdrücke gefunden. Okay, danke. Wir sind weg. Ja. Jakobs? Er hat meine Frau getötet. Danke, dass Sie gekommen sind. Ist alles okay? Es ist nichts passiert. War er hier? Das heißt, guten Tag, Frau Prinz. Herr Jakobs, war er hier? Der ist eben raus. Hey, alles okay? Scheiße. Sie müssen mir helfen. Was ist denn los? Herr Jakobs, Sven Jakobs. Der Mann steht völlig neben sich. Frauke hat er nach den Sachen seiner Frau gefragt. Er hat gesagt, die braucht er nicht. Der Mann ist in wirklich keinem guten Zustand. Den Ehering seiner Frau hat er auch vergessen. Ich fürchte, der will sich was antun. Wo wohnt der Mann? Danke für die Info, Franzi. Ciao. Was sagt sie? Adam Berg hat Jakobs Frau vor 12 Wochen an der Bushaltestelle umgefahren. Deshalb lag sie im Koma. Und heute haben sie ihr die Geräte abgeschaltet. Und dann sieht ihr den Typen da liegen, der seine Frau auf dem Gewissen hat. Kein Wunder. Wie hieß seine Frau? Hanna. Und warte, hat einen Waffenschein. Herr Jakobs? Gehen Sie weg. Lassen Sie mich. Gehen Sie. Ist das Hanna? Ich komme jetzt zu dir. Warten Sie. Wir haben was für Sie. Von Ihrer Frau, von Hanna. Sie hätte nicht gewollt, dass sie sterben. Sie hätte gewollt, dass sie weiterleben. Es war kein Unfall? Nein. Ihre Mitbewohnerin hat ausgesagt, dass Sie vor 2 Tagen einen ziemlich heftigen Streit hatten. Kann es sein, dass Sie mit Herrn Jakobs gestritten haben? Ja, und? Wo war denn Ihr Fahrrad? Im Flur. Hätte er die Möglichkeit gehabt, die Bremse zu manipulieren? Keine Ahnung. Wie war denn seine Verfassung? Können Sie sich vorstellen, dass er es war? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Herr Berg, jemand hat versucht, Sie umzubringen. In diesem Fall sind wir auf Ihrer Seite. Herr Jakobs hat seine Frau verloren und daran sind Sie schuld. Dafür werden Sie die Konsequenzen tragen müssen. Also hören Sie auf, hier den Samariter zu spielen. Das passt nicht zu Ihnen. Immerhin sind Sie gestern wieder so ein irres Ellicat-Rennen gefahren. Glauben Sie, das weiß ich nicht. Ich bin gefahren, weil ich wollte, dass es mich weghaut. Dann will ich alles vom Hals, den Prozess, die ganze Scheiße. Ja.
Endlich Ruhe. Natürlich, das passt zu Ihnen. Das wäre die einfachste Lösung für Sie, nicht wahr? Kein Stress. Keine Konsequenzen. Denken Sie eigentlich irgendwann auch noch mal an andere? Herr Berg, wenn Sie so fatalistisch sind, wieso horten Sie dann 40.000 Euro in Ihrem Zimmer? Das ist mein Anteil am Kurierdienst. Ich habe es als Barentnahme abgehoben. Weil ich auch an andere denke. Barentnahme? Und Ihre Partnerin hat das akzeptiert? Danke. Was haben Sie bei Adam Berg zu Hause gemacht? Ich habe ihm sein Geld vor die Füße geworfen. 40.000 Euro, damit wollte der Mist quasi freikaufen. Dabei war doch längst klar, dass... Ich will nicht, dass er sich entschuldigt. Ich wollte, dass der Mist stirbt. Und deshalb haben Sie sein Fahrrad manipuliert. Was? Nein. Und? Wie geht's Herrn Jakobs? Die Betreuerin vom Notdienst ist jetzt bei ihm. Aber als wir gegangen sind, hat er schon angefangen aufzuräumen und sauber zu machen. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen. Ihr glaubt also nicht, dass er etwas mit dem Unfall von Berg zu tun hat? Wenn er ihn hätte töten wollen, das hätte er einfacher haben können. Ihr könnt ja zur Sicherheit die Fingerabdrücke auf der Waffe und am Fahrrad vergleichen. Ja, mach ich. Ich glaube auch nicht, dass Jakob so berechnet ist, dass er ein Fahrrad manipuliert. Das passt nicht zu ihm. Jedenfalls wissen wir jetzt, woher das Geld stammt. Adam Berg hat es ohne Rücksprache mit seiner Partnerin einfach so aus dem Kurierdienst abgezogen. Das wäre ein starkes Motiv für Conny Espinosa. Ja, und sie wäre jederzeit an sein Rad gekommen. Na, freiwillig wird sie uns dazu nichts sagen. Was ist mit den anderen Fahrradkurieren? Ach, die halten bestimmt dicht. Ihr braucht ihre Fingerabdrücke. Ja, und du besorgst sie uns. Das finde ich auch. Moin, Chef. Wir haben eine Chefin. Sie sitzt oben. Super, danke. Moin. Mathis. Ihr sucht Verstärkung, habe ich gehört? Mhm. Conny, und du bist die Verstärkung? So sieht's aus. Moment mal. Ja, man muss geliefert sein. 14 Uhr. Okay. Kein Problem. Ich schicke Ihnen gleich jemanden vorbei. Ich schmeiß einfach rein. Gestern gab es eine Ellie-Cat. Hm. Bist du mitgefahren? Ich war Streckenposten. Ah, schade. Wäre ich mitgefahren, hätten wir uns gestern Nacht schon kennengelernt. Sei froh, dass du nicht dabei warst. Es gab einen Unfall. Mhm. Was denn für ein Unfall? Ich brauche deinen Ausweis. Ich muss wissen, wer für mich fährt. Klar. Mein Partner liegt im Krankenhaus. Und Geschäftspartner oder Freundpartner? Du willst es aber genau wissen. Ich wollte dir nicht so nahe treten. Schon okay. Ex-Freund und noch Geschäftspartner. Noch. Uhr. Sei pünktlich, fahr vorsichtig. Immer noch. Lebende Tiere? Hm. Kids, child women.
Du Arsch. Ich wollte dir helfen. Ich wäre für dich da. Aber du kapierst es nicht, ne? Du kannst nicht mal! Viel Spaß. Kriegst du zurück, das Arschloch. Willkommen in Adams Welt, Schätzchen. Du auch noch. Was war das denn? Ich dachte, du hättest mit dir Schluss gemacht. Eigentlich schon. Ich muss mit dir über die 40.000 reden. Immerhin kannst du mir jetzt nicht mehr weglaufen. Sehr witzig. Ich bin raus. Okay, gut. Du bist ausgezogen, okay. Du warst 4 Wochen in den Alpen, um mit dir ins Reine zu kommen, auch gut. Hast dich mit der Kleinen amüsiert. Ich habe das alles toleriert, Adam. Aber ich werde nicht akzeptieren, dass du unseren Kurierdienst in den Abgrund reißt. Es geht hier nicht nur um dich. Das Geld gehört genauso mir. 50-50. Adam, du kannst nicht einfach Geld aus der Firma abziehen. Wir müssen Leute bezahlen, die Kreditraten. Wir sind am Expandieren. Das ist mir alles scheißegal. Du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Du kannst nicht einfach Geld aus der Firma abziehen. Ich steck hier auch noch mit drin. Hey, das ist ein Krankenzimmer, also... Wo ist das Geld jetzt? Sie sollten jetzt besser gehen. Adam! Das Geld ist bei der Polizei. Hast du dir jemals überlegt, wer sich um dich kümmert, wenn du aus dem Bett nicht wieder aussteigen kannst? Die Brücken, die du hinter dir abbrennst, die werden dich nicht wärmen in der Nacht. Wir haben nichts bestellt. Doch, doch. Ich soll hier einen Scherzkeks abholen. Wie geht's meinem Fahrrad? Alles okay. Super. Konntest du was rausfinden? Ah ja, ein bisschen was. Conny Espinosa hat an dem Rennen als Streckenposten teilgenommen. Sie ist vielleicht sogar die Letzte, die Adam Berg vor dem Unfall gesehen hat. Und, hast du was für uns? Ihre Fingerabdrücke für den Abgleich. Also, du glaubst, sie könnte damit drinstecken? Naja, ich nehme an, sie wollte zu Adam Berg ins EKH. Ich habe Frau Dr. Grünberg gebeten, die Augen offen zu halten. Und die hilft dir sicher gerne. Ah, guck mal, die hat angerufen. Na, dann ruf mal schnell zurück. Nee, das bespreche ich persönlich mit ihr. Wolle, das ist eine super wichtige Bienenkönigin. Die muss von einem Imker nach Bilwerda. Adresse steht drauf. Finde jemand, der das erledigt, okay? Notfalls mit Sonderrechnung. Ich bin drüben. Da fliegt er dahin. Zu seiner Bienenkönigin. Oh, undercover. Tatsächlich manchmal die einzige Möglichkeit, um an Informationen zu kommen. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Die Elbe ist ja voll von Opfern der berüchtigten Fahrradkurier-Mafia. Haben Sie was mitbekommen? Wegen Adam Berg? Ich wollte mich vor allem bei Ihnen bedanken. Dafür, was Sie für Herrn Jakobs getan haben. Ach so, das war. Das ist mein Job. Nein, mehr als das. Das würden nicht viele tun, also. Danke. Zu Adam Berg. Dafür, dass er nur noch blinzeln kann, hat er ziemlich viel Stress mit den Frauen. Ach ja? Ja, da war vorhin so eine attraktive Asiatin, die hat ihm eine Szene gemacht und dann noch eine andere. Auch attraktiv, impulsiv, dunkle Haare? Sie scheinen die Frau gut zu kennen. Naja, das gehört zu meinem Job. Ach, das ja? Worüber haben die sich gestritten? Ging es ums Geld aus dem Kurierdienst? Ja, aber davon wissen Sie eh schon alles. Ich hatte einen Verdacht, mir fehlte die Bestätigung. Sie haben mir sehr geholfen, danke. Das war übrigens eine einmalige Sache. Ich belausche meine Patienten normalerweise nicht, also wir sind quitt. Quitt? Nur das ist schade, ich wollte mich eigentlich revanchieren. Mit einem Abendessen heute Abend? Wer fragt das? Der Polizist oder der Kurier? Mathis. Wie Sie bereits wissen, hat jemand die Bremse von Adam Bergs Fahrrad manipuliert. Und Sie haben allen Grund, auf ihn sauer zu sein. Sag mal, spinnt ihr? Adam und ich, wir kennen uns seit 8 Jahren. Wir haben den Everest Kurierdienst zusammen aus dem Nichts aufgebaut. Ich mag ihn, wir sind Freunde. Sie hatten jederzeit Zugang zum Rat. Der Unfall dieser Frau hat Adam unglaublich zugesetzt. Seit Monaten versuche ich, Adam zurück ins Leben zu holen. Ich hätte ihm sogar den Mist mit der Entschädigung zugestanden, wenn er mir davon erzählt hätte. Ich hätte ihm geholfen, wir hätten eine Lösung gefunden. Wir haben Fingerabdrücke. Unter dem Lenker
und an den Bremsbacken gefunden. Ja, schön. Meine sind es mit Sicherheit nicht. Ich habe Adams Bremsen nicht manipuliert. Sie können gehen. Ja, schön, dass Sie mir wenigstens glauben. Ach, haben Sie eigentlich mal mit seiner Mitbewohnerin gesprochen? Frau Kutscher? Ja, die ist mega eifersüchtig. Ich habe mich nicht mal mehr in die WG getraut, so hat sie mich angezickt. Und vorhin, da habe ich sie im Krankenhaus gesehen. Adam hat sie vor ein paar Wochen abserviert. Vielleicht hat sie ihm das übel genommen. Sie haben uns nicht gesagt, dass er ein Verhältnis mit Herrn Berg hat. Das ist ja wohl meine Privatsache. Nicht, wenn eine Straftat vorliegt. Sie haben ihn im Krankenhaus besucht? Ist es verboten? Was geht denn hier ab? Beantworten Sie einfach unsere Fragen. Ich habe nichts gemacht. Außerdem ist es vorbei, endgültig mit Adam. Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben den Verdacht auf eine andere Person gelenkt. Sie hätten ohne weiteres die Bremse von Herrn Berg manipulieren können. Ich war das nicht. Er hat sie abserviert. Da waren sie sauer, haben ein bisschen an der Bremse rumgeschnippelt. Und jetzt tut's ihnen leid. Sowas würde ich niemals tun. Alles okay, Malu? Danke. Dass es mit Adam nicht geklappt hat, ist mein Fehler. Er braucht seinen Freiraum. Den habe ich nicht respektiert. Ich hatte so Angst um ihn. Ich hätte ihn nicht besuchen dürfen. Das ist Quatsch, Malu. Adam ist ein Egoist. Der fährt eine Frau um. Und was macht er? Rast weiter nachts mit seinem Rad durch die Stadt. Der schert sich nicht um dich. Der denkt nur an sich. Du kennst ihn doch gar nicht. Hat er hier einmal gespürt? Oder sich sonst irgendwie eingebracht? Der hat einen Haufen Geld rumliegen und zahlt noch nicht mal Miete. Ah. Fuck! Ist doch eh egal. Frau Kutscher, wir haben Fingerabdrücke an Adam Bergs Fahrrad gefunden. Und ich möchte Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten, damit wir einen Abgleich machen können. Soll ich mal helfen? Ja, danke. Ein bisschen fest, hm? Wie lange wohnt Malu denn schon hier? Sie ist vor 2 Jahren eingezogen. Die haben Sie bestimmt gerne als Mitbewohnerin genommen, oder? Wir verstehen uns großartig. Sie studiert Modedesign und manchmal kochen wir verrückte Sachen zusammen. Und dann kam Adam ins Paradies. Charismatisch, gut aussehend. Und es war vorbei. Mit allem. WG-Wände sind dünn. Furchtbar. Wenn man selbst so verliebt ist. Hm? Hans, ich brauche mal eine Tüte. Müssen wir Frau Kutscher wirklich mit aufs Revier nehmen? Ich denke, es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen und ein Gentleman zu sein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir auf dieser Zange dieselben Fingerabdrücke finden wie auf Adam Bergs Fahrrad. Du warst das? Was bist du für ein Mensch? Ich habe gesehen, wie du gelitten hast. Der ist ein Arsch, der verdient es nicht besser. Hey. Na, ist gut. Ich finde eine Frau um und du liebst sie noch dafür? Der ist nicht gut für dich! Wer gut oder schlecht für mich ist, das entscheide ich! Kommen Sie! Na los. Christoph. Scheiße. Tja. Wenn man den Blick immer nur auf sich selbst gerichtet hat, dann fällt es schwer, andere Menschen wahrzunehmen. Sagt mein Vater immer. Die Brücken, die man hinter sich verbrennt. Wir haben einen nicht. Auch schön gesagt. Das nicht von mir. Aber wohl wahr. Brücken kann man wieder aufbauen. Aber andere Dinge, die sind nicht rückgängig zu machen. Erholen Sie sich, Herr Berg. Sie werden viel Kraft brauchen für das, was auf Sie zukommt. Thank you.
Frau Prinz, es tut mir leid wegen heute Morgen. Ist schon okay. Haben Sie zufällig einen Polizisten gesehen, der sich manchmal als Kurier verkleidet? Ach, Sie meinen den da. So ganz in Zivil hätte ich dich fast nicht wiedererkannt. Nicht schick genug? Als ob das eine Rolle spielt. Was soll das werden? Wenn das mal gut geht, die Arme. Nee, der Arme. Ja, warum nimmt der mich nicht?